So, heute gibt es mal ein kleines anderes Video. Ich habe euch ja letztens, glaube ich, schon mal was gezeigt. So eine schöne alte Stereoanlage. Glaube ich, aus den 80ern von Schneider. Ist zwar keine Ossi-Anlage, aber von Schneider. Mag ich auch sowas. Und die habe ich mal vor einer Weile bekommen von jemandem. Und ja, seht ihr ja ungefähr, sieht er aus wie neu. Ich gehe mal ein bisschen hier ran. Ja, das reflektiert ein bisschen. Aber das ist nochmal so. So sieht es aus. Oben dann der Plattenspieler noch drin. Mal aufmachen. So. Plattenspieler drin. Und dann habe ich vor kurzem, ich mache mal kurz zu, vor kurzem noch die Standboxen bekommen. Die großen hier. Eine steht da und die andere steht dann auf der anderen Seite. Ja, vorher waren ein paar kleinere Lautsprecher dazu. Kann ich euch nachher auch noch mal zeigen. Aber die sind so mittlerweile in die Jahre gekommen. Und da habe ich sie rausgehauen. Na, bleib auf, du Tür. Habe ich sie rausgehauen. Und habe da die großen Standboxen ran gemacht. So, ich würde sagen, ich schmeiße mal die Anlage an. Schalten wir mal ein. Aber ich finde das sowas von schön. Die ganze Technik. Ich muss mal ein bisschen leiser machen. Ihr wisst ja, GEMA und den ganzen Scheiß. Ich schalte mal auf. Muss ich jetzt bloß mal gucken, auf Tonband um. Habe ich mal ein bisschen was aufgenommen gehabt. Damit die GEMA nicht meckern, aber im Prinzip ist ja scheißegal. Ich kann ja nachher mal das Radio anmachen, aber ich mache erstmal das Kassettendeck an. Hier unten, dicker fetter Equalizer drin. Das ist das Kassettendeck. Hier ist das Radio. Und beim Radio finde ich auch schön. Hier vorne, ich gehe mal. Ich hoffe, man sieht es. Ah, ein bisschen blöd. Da geht nicht der Zeiger mit. Da ist drinne so, wie soll ich sagen, so aufgewickeltes etwas. Seht ihr ja, das bewegt sich schön. Ich find das sowas von geil. Und vor allen Dingen, das Radio hier hat da diverse Sachen noch dran. Senderspeicher drin und alles, was man so braucht. Oben der Verstärker. Hier oben. Richtig schön Bass. Ja, Höhen, Tiefen, das Normale. Hier die Lautstärke. Ja, und das Ding, das klingt sowas von geil. Ich schmeiße einfach mal an. Das Kassettendeck. Ach, das läuft ja schon. Das läuft ja schon. So, jetzt muss ich bloß mal gucken, wo wieder kein Tönchen rauskommt. Ach so, geht ja nicht, weil ich muss zurückspulen. Ist ja, ach ja, lange nicht benutzt. Ab und zu habe ich die Anlage mal an. Ich finde das richtig schön. So die alten Sachen ohne Fernbedienung. Einfach mal ein paar Knubbel drücken. Und vor allen Dingen das Kassettendeck geht sowas von leicht. Ja, warum kommt kein Ton? Ich habe da letztens was aufgenommen. Ja, da will ich euch mal was zeigen. Geht's nicht. Aber wo ich die Anlage bekommen hatte, die sah aus wie neu. Wie nagelneu. Nachher werden wir nochmal eine Schallplatte drauflegen. Muss ich mal eine schöne raussuchen. Kein Hain oder sowas. Nee, da gucke ich mal, was ich da habe. Vielleicht ein bisschen was Instrumentales. Dann könnt ihr euch das mal anhören. Also ich mag das Platten knistern. So, es müsste es ja bald. Ja, ist zwar nicht die Musik, aber hört es vielleicht, weiß ich nicht. Ja, klingt ein bisschen beschissen, aber ein Klang, das ist schon Wahnsinn. Ich schalte mal auf Radio um, mal gucken, was wir da so haben. Und vor allen Dingen der Empfänger hier im Radio. Ich muss mal ein bisschen gucken hier. Bisschen Musik. Na, wo haben wir ein bisschen Musik? Wenn man mal schnell was sucht. So, ich muss ein bisschen Bass zurücknehmen. Aber es hat schon was. So, jetzt wollen wir mal eine Schallplatte suchen und dann werden wir mal noch den Schallplattenspieler in Gang kriegen. Mache ich erstmal kurz aus und dann geht es gleich weiter. So, ich habe jetzt mal was gefunden. Das werden vielleicht einige noch kennen. Ja, das Ding, das heißt Schallplatte. Da fragt man sich immer, wie viele Rillen sind so auf so einer Schallplatte drauf. Gibt ja immer dieses Thema und viele sagen ja, keine Ahnung, 100, 200, 300 Rillen.
Aber so eine Schallplatte, die hat leider nur eine Rille. So, die schmeißen wir mal jetzt drauf. Ich hoffe, ich krieg's hin, so mit einer Hand. So, schön vorsichtig. Dann schalten wir mal ein. Ach so, erstmal umschalten auf Plattenspieler. So. Dann werdet ihr gleich das schöne Knacken hören. So, Start. Ja, sogar der Plattenspieler aus den 80ern geht vollautomatisch. Da war ein bisschen was verkeimt drin, ein bisschen verharzt. Aber ansonsten läuft der perfekt. Oh, ich hoffe, es geht jetzt, wenn man was zeigen will. Ja, es knackt schon. Ja, man hört's. So, aber ich mache mal wieder ein bisschen leiser. Da wird bestimmt wieder die GEMA meckern. Voll normal. Und da hat man hier noch eine Umschaltung. Ich weiß nicht, ob man es sieht. Ich gehe mal hier hinten ein bisschen hin. 45, 33. Dann der Hebel, um den Arm hochzuheben. So. Ja, und dann im Prinzip Start, Stopp noch. Machen wir mal Stopp. So. Dann schaltet alles wieder automatisch ab. Ja, das hat schon was. Und so eine Technik gab es ihm damals mal. Aber ich mache noch mal. Ich mache noch mal. Will euch mal was schnell zeigen mit der kompletten Abschaltung am Schluss. So, ich werde mal ein bisschen rüber gehen. So. Bisschen runter gehen. Ich mache einfach mal ein bisschen schneller auf 45, damit wir nicht so lange warten müssen. Stückchen vor noch. Meistens ist immer so, klappt immer nicht, dieses Vorzeigen. So. Jetzt müsste es theoretisch abschalten. Und dann geht der Hebel von alleine rüber und aus. Ja, das haben die neuen Plattenspieler von heute, wenn man schön kriegt, auch alles drin. Aber ich finde die alten Sachen eben viel, viel geiler. So, jetzt muss ich bloß mal sehen, ob ich wieder richtig umgeschaltet habe. Ja, das wollte ich euch bloß mal zeigen. Ich stehe einfach auf so eine, auf solche Sachen. Das ist einfach was Schönes. So, ach so, ja. Es werden auch einige kennen, fällt mir gerade ein, was eine Kassette ist. Ich mach mal auf. So. So sahen Musikkassetten aus von damals. Das wird ja die Jugend von heute nicht mehr kennen. Die kennen ja bloß noch MP3, USB-Sticks und so ein Zeug, denke ich mal. Dann Walkman und die ganzen schönen Sachen, die es in den 80er, 90ern gab. Das war einfach. So. Ja. Und da habe ich mir gedacht, warum sollst du die Anlage wegschmeißen? Die kam so, wie sie jetzt steht. In dem Zustand kam die Anlage zu mir. Da waren bloß im Verstärker. Globe-Kondensatoren waren kaputt, Netzteil war ein kleiner Schuss weg, auch Kondensatoren, das Alter. Und dann eben komplett von oben bis unten sauber gemacht, alles gereinigt. Viel Arbeit, aber jetzt steht es wieder da wie neu und ich bin sehr zufrieden damit und ich nutze die auch. Ja, das ist einfach was Schönes. Und wenn man so eine Anlage hat, schmeißt sie nicht weg, sucht euch jemanden, der sich günstig für euch repariert oder vielleicht mal selber gucken, dass es in Ordnung kriegt. Gibt ja viele Videos im Internet. Wie und was und wenn nicht, könnt ihr ja ein paar Leute fragen. Wäre echt schade um die schönen alten Sachen. Das ist einfach was fürs Museum oder wie bei mir hier zu Hause hinzustellen und sich dran zu erfreuen. Und vor allen Dingen, die klingt auch richtig gut. Ich war echt erstaunt. Das ist zwar nicht die teuerste und nobelste Anlage von damals, aber vom Klang her bin ich echt begeistert. Da können einige Sachen von heute einpacken, was man so an Plastikscheiß im Laden bekommt. Also, ja. So, genug gelabert wieder. Würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ich musste heute einfach mal Video machen, wenn es bloß 5 Minuten dauert. Mir ist so langweilig, das Corona-Gedöse, kennt ihr ja, am Durchdrehen, raus kann man nicht, weg kann man nicht. Ja, das ist schon schlimm. Und da mache ich eben mal sowas. Mal was anderes. Könnt ihr euch mal drüber auslassen. Also macht's gut, bis zum nächsten Video.